So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Ich habe gedacht, ich muss einen kleinen Anfall bekommen, denn wir haben es, oder hatten es 18.40 Uhr, jetzt ist es 19.04 Uhr. Und ja, als ich The Elder Scrolls Online aufmachen wollte, kam der europäische Megaserver befindet sich aktuell in Wartungsarbeiten. Wo ich mir denke, Leute gehen arbeiten, da habt ihr den ganzen Tag Zeit. Wartungsarbeiten durchzuführen und nicht 18 Uhr, wenn vielleicht einige Menschen ganz entspannt ihren Abend ausklingen lassen möchten mit The Elder Scrolls Online. Ja, es hat aber zum Glück nur 20 Minuten gedauert und jetzt kann ich endlich The Elder Scrolls Online spielen. Und wir hatten in der letzten Folge genau die Quest in Drachenbrücke abgeschlossen und haben Eishauchtiefen auf unserer Liste. Und haben genau den geschützten nordischen Anhänger, den wir suchen können. Aber wir werden jetzt erst einmal ebenfalls nochmal das Auge an uns nehmen. Gefährten wir dem? Schwierig. Es gibt, warte mal. Die Spur läuft ab. Warum läuft die denn ab? Weil ich das erspähen kann, oder? Wie, das ist nicht hoch genug. Seid ihr alle dumm? Was soll denn das? Okay. Das heißt, wir werden die Eis auch tief machen und dann werde ich so lange spielen, bis wir da hochkommen. Beziehungsweise werden dann in der nächsten Folge oder in den übernächsten Folgen, wir müssen hier entlang, uns nach Norden bewegen, um den nordischen Anhänger ausfindig zu machen. Und es macht mich ein kleines bisschen wuschig, warum denn die Spur jetzt auch noch ein Zeitlimit hat. Ich meine, es ist ja im Monat, also nicht ganz im Monat, aber halt ein Monat, ne? Warte mal, hier haben wir auch noch ein Zyklik-Portal, das nehmen wir wenigstens mit. Und was denn dann genau passiert, wenn wir diese Spur nicht mehr haben? Also müssen wir die einfach dann nochmal neu suchen? Oder wie läuft das dann? Das hätte ich vielleicht schon gern mal erklärt, aber ich hoffe, dass wir das in einem, also in 26 Tagen hinbekommen. Und ja, aber den haben wir, der uns mit Sicherheit die Quest zu den Eishauchtiefen. Oh Gott. Die Eishauchtiefen sind nicht sicher. Ach, was ist schon hier sicher? Oh, Reisende, ihr müsst umkehren. In den Eishauchtiefen wimmelt es von Rieseninsekten. Okay. Ich muss hinein, um die nötigen Zutaten für die Heilung meiner Schwester zu sammeln. Doch die Dinger dort, sie jagen mich immer wieder hinaus. Was stimmt nicht mit eurer Schwester? Ich bin ein bescheidener Heiler aus Drachenbrücke. Meine Familie, mein Bruder, meine Schwester und ich kamen hierher, um Pflanzen und andere medizinische Zutaten zu sammeln. Hier drinne ist dieser Höhle zu nahe gekommen. Da hat sie der Chaurus angegriffen. Ah, Chaurus, stimmt. Das hatten wir, glaube ich, gar nicht bisher in The Elder Scrolls Online gehabt. Ein Chaurus? Wir wissen ja, Chaurus sind ja diese großen, schwarzen Krabbelfiecher, deren Eier ja so bläulich leuchten und die ja auch mit bei den Falmern bzw. jemanden gelebt haben. Eines der Rieseninsekten, von denen ich erzählt hatte. Mein Bruder muss an Hedrinnes Seite bleiben. Deshalb versuche ich, in die Höhle zu gelangen. Wenn ich ein paar spezielle Zutaten sammeln kann, könnte ich daraus ein Elixier für meine Schwester herstellen. Würdet ihr mir helfen? Ich helfe euch, die Zutaten zu sammeln, die ihr braucht, um eure Schwester zu retten. Oh, vielen Dank. Ja, so bin ich. Ich konnte kaum 3 Schritte in die Höhle machen, ohne angegriffen zu werden. Ja. Ich bin Heiler und nicht sehr gut im Kampf. Wir müssen einen Eishauchpilz tief flechten und ein unbefruchtetes Chaurus-Ei finden. Dann kann ich meine Schwester heilen. Erzähl mir mehr über die Zutaten, die ihr braucht. Eishauchpilze findet man nur in dieser Höhle. Die Käfer fressen sie und die Tiefflechten, die hier an den Wänden wachsen. Nun, wenn sie nicht gerade Leute fressen. Vermischt mit einem unbefruchteten Chaurus-Ei entsteht ein starkes Gegenmittel gegen Chaurus-Gift. Was könnt ihr mir sonst noch über die Eishauchtiefen erzählen? Das Höhlensystem besteht aus sich windenden Kavernen.
Es gibt dort unten eine Menge Wildtiere. Manche von ihnen sind das, was man unter Tage erwarten würde. Andere sind etwas exotischer. Riesige Insekten. Es ist gefährlich. Doch wir brauchen diese Zutaten. Erzählt mir von eurer Schwester. Hier drinne ist süß wie Honig, aber hart wie Stahl. Alle lieben sie. Sie ist jünger als ich. Und ich habe sie in der Heilkunst ausgebildet. Wenn ich das Elixier nicht rechtzeitig herstellen kann... Nein, daran darf ich nicht denken. Wir werden sie retten. Jo, wir gucken mal, müssen, ne? Sie retten. Ja, wir werden mal gucken, ne? Und wenn die hart aus Stahl wäre, wird sie ja jetzt hier nicht im Sterben liegen, ne? Ich hoffe mal, die Wartungsarbeiten am Megaserver haben jetzt keine unschönen Bugs ins Spiel gebracht. Ach nee, ist eine Spinne. Oh! Ich dachte, ihr wärt tot. Deswegen hatte ich euch keine Beachtung geschenkt. Aber es tut mir leid. Es wird nie wieder vorkommen. So. Ach so. Das sind ja die Frostbissspinnen. Und ihr müsst natürlich in die andere Richtung. Ja, hallo. Und... Oh, wie ist es ekelhaft. Oh, die Spinnenweben kriegt man doch nie wieder raus. Das ist doch richtig widerwärtig einfach nur. Aber wetten, wir haben hier irgendwo... ein, Instrument. Dass jetzt die Musik einfach so abbricht, ist auch ein bisschen traurig. Hallo. Da oben müssen wir hin. Wo kommen wir denn da hoch? Ah. Boah, ist das ekelhaft. Das ist so richtig eklig. Oh, guck mal. Wir haben ein Instrument, das aber keine Geräusche macht. Das ist ja unfair, weil bei der Laute von dem, von der Petra, von Peter. Auf jeden Fall von der Laute, die hat ja irgendwelche, oh, ist das egal, fall mal Dunkelklinge. Die hat ja wenigstens ein paar Laute, wahnsinnig gegeben. Mann, ich wollte eh nehmen. Oh. Die Lilienzunge haben wir hier. Ganz toll, die Lilienzunge. Wunderschön. So, dann müssen wir... Genau. Hier weiter. Dann geradeaus erst einmal. Irgendwie. Das ist ekelhaft, dieses Spinnenweben zu gehen. Weiß ja nicht. Kommen wir denn jetzt hier entlang? Hallo. Von hier oben kommen wir dann. Ach so. Hatten wir Falmer eigentlich schon? In Rift. Ne, Rift werden die wahrscheinlich nicht sein, aber in Ostmarsch? Hatten wir da schon Falmer? Ich glaube nicht. So. So. Nehmen wir erstmal die Tiefflechten. Genau. Achso, da haben wir sogar den. Tiefflechten. Chaurus Schnitter. Okay. Wo ist denn der? Ach, hier sind wir.
So. Mit euch. Und dann machen wir hier nochmal. Und bitte. Und bitte. Oder auch nicht. So. Wir müssen. Müssen wir hier hoch? Ach nee, von hier kamen wir ja. Wir müssen hier hoch. Oder? Wir müssen auf die. Nee, wir müssen die andere Richtung nehmen. Boah, diese Eishauchtiefen machen einen ja auch wahnsinnig. Guck mal. Hier haben wir schon welche, die auch noch mit tot sind. Mein Gott, dann hättest du den mal schneller aufgehoben, Mädchen. Mein Gott. Hallo. Reagier doch bitte mal. So. Dann machen wir es einfach noch einmal. Ein Eishauchpilz und ein schönes Exemplar noch dazu. Gute Arbeit. Danke. Hallo. Was haben die denn da für eine Fertigkeitslinie gewählt? War das der Arkanist oder war... Nee, der Arkanist, der kam, glaube ich, oder? Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier lang? Nee, sagen jetzt nicht, wir müssen jetzt... Ist das denn ernst? Nee, es ist nicht. Okay, gut. Ich wollte schon sagen. Boah! Die Mutter. Mal hier, das haben wir dort. Unbefruchtetes Chaurus-Ei. So. Jetzt können wir den vor den Eishauchtiefen treffen. Oh, oh Gott, das wäre beinahe ins Auge gegangen. Oh, das wäre auch beinahe ins Auge gegangen. Hätten wir das erste Gewölbe fertig. Und es hat nur 12 Minuten oder 13 Minuten gedauert. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schnellreisende, gebt mir die Zutaten, damit ich das Elixier für meine Schwester herstellen kann. Hier sind die Zutaten, die wir in der Höhle gesammelt haben. Ein Eishauchpilz, etwas Tiefflechte und ein unbefruchtetes Chaurus-Ei. Perfekt. Damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis Hedrynne wieder auf die Beine kommt. Vielen Dank. Bitte, nehmt dies als bescheidenes Zeichen meiner Dankbarkeit. Ihr habt meiner Familie einen großen Dienst erwiesen, Reisende. Jetzt hat meine Schwester eine Chance. Ich werde das Heilmittel anfertigen und es ihr verabreichen, sobald ich kann. Noch einmal. Vielen Dank. Ich hoffe nur, dass es noch nicht so spät ist, um eure Schwester zu retten. Wenn Mara und Kühne gnädig sind, wird mein Elixier wirken und sie kommt im Nu wieder auf die Beine. Also nicht. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Reisende. So, dann haben wir hier die Kramstürme. Hier haben wir auch einen Kramsturm. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem erst einmal zu dieser Ausgrabungsstätte, weil es mir schon ein bisschen wichtig ist. Vor allen Dingen, wenn wir halt auch für unseren noch nicht vorhandenen Gefährten Sachen ausgraben können. Und vielleicht werden wir in der nächsten Folge, müssen wir mal kurz gucken, wie gut jetzt diese Ausgrabung laufen wird, dass wir eventuell doch vielleicht einen kleinen Abstecher zu anderen Gebieten machen werden, um halt, ja, unser Level, was die Ausspähung anbelangt, hochleveln können. Und dann mal kurz gucken, dass wir hier mehr oder weniger den Weg nehmen. Ihr habt meinen geliebten Hamvi am Leben erhalten und uns Hoffnung für seine Schwester gegeben. Ja. Diese Güte werde ich nicht vergessen. Er hat sich aber sehr schnell rumgesprochen. Was macht ihr hier alleine? Würde mir mehr zu denken geben.
Der Kreis der Champions. Haben wir hier. Und wir haben eine Himmelsscherbe ebenfalls. In der Nähe. Excuse me. Ja, danke. Und die Himmelsscherbe ist jetzt wo genau? Hier wahrscheinlich drin, oder? Ja, ich höre sie schon. So. Also noch mal einen Fertigkeitspunkt erhalten. Aber ich bin mal gespannt, ob wir tatsächlich Fertigkeitspunkte für das Ausgraben und das Spähen ausgeben müssen. Oder ob wir einfach nur Sachen ausgraben müssen, um halt dieses Level voranzubringen. Oh, verdammt, ich bin falsch, ne? Wir müssen hier... Ach, wir waren schon richtig. Mann, was haben wir denn hier? Riesenlager von Moor Katskur. Okay, das heißt, wir müssen einfach nur das Riesenlager hier befreien von dem Riesen. Werden wir ja wohl noch hinbekommen, oder? So. Sind wir wieder auf dem richtigen Weg. In Richtung Ausgrabungsstätte. Und wir haben... Wir haben doch 6! Warte mal, was ist das denn hier? Große... Was ist das denn hier? Und Carter halt. Carter war ja einer der... So eines der Gebiete. Also... So, haben wir das jetzt zumindest aufgedeckt? Ich weiß nicht, wann das nochmal für uns wichtig werden wird. Aber ich denke, wir werden sehr viel Zeit in den Twilmo-Ruinen verbringen werden, wahrscheinlich. So, Riesenlager. Hello. Oder nicht? Ich nicht, hallo? Überhaupt nicht hallo, nicht mein kleines Hallo. Na gut. Dann halt. Nicht, beziehungsweise haben wir hier den stinkenden Mammutkäse. Jetzt haben wir den. Müssen wir diesen Mammutkäse essen? Moor Katskur. Ich glaube, das sagt mir was. Ich glaube, das hatten wir sogar. In die Elder Scrolls Online. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge werden wir diese Aufgabe im Moor Katskur annehmen, weil, wie gesagt, ich glaube, wenn wir das jetzt anfangen, wird die Quest dann, ja, mehr oder weniger in zwei geteilt. Und das finde ich halt immer ein kleines bisschen doof. Aber wir kommen unserem Ziel näher, dass wir die Ausgrabungsstätte finden. Und ja, wie gesagt, wenn wir das gemacht haben, würde ich einfach sagen, dass wir diese Grünen versuchen zu finden, wenn das alles so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Damit wir, wie gesagt, dann diese wichtigen Gegenstände erspähen können, die für unseren Gefährten wichtig sind. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge, auch wenn wir nur die Eistauchtief erkundet haben und sonst weiter nichts gefallen hat, und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.